Was geht ab, liebe Freunde? Ich bin's, Basti, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club Sounds TV. Heute mit den News Classic of the Week und das Brett der Woche. Ja, und wir werden nicht über die Swedish House Mafia und das Ultra Music Festival berichten. Dazu wurde jetzt schon einiges gesagt. So viel schon mal vorweg. Oder vielleicht doch nicht. Rätsel! In diesem Sinne, was würde ich sagen, was fehlt, das ist das Intro, das kommt jetzt und bis gleich. Fangen wir erstmal mit dieser sehr witzigen Geschichte an. Und zwar ist in Chicago ein Mitarbeiter von McDonald's gefeuert worden, weil er sein Mixtape in die Happy Meals seiner Kunden gepackt hat. Richtig, genau. Tayshon Granger heißt der junge Mann und der hat einfach bei jedem Happy Meal anstatt ein Spielzeug eine CD seines Mixtapes reingelegt. Dieses Mixtape hatte den Namen Tales of a Real Nigger. Ja, also familienfreundlich. Auf jeden Fall. Das hat niemand bemerkt oder es hat sich niemand beschwert, denn circa nach 2 Wochen hat sich immer noch keiner beim Filialleiter beschwert darüber, dass so eine CD mit komischen Sounds da mit beiliegt. Bis eine Mutter sich mal gedacht hat, Mensch, was ist das denn hier, eine CD mit Kindermusik? Mega, einfach mal reinmachen. Und ja, laut ihren Aussagen war es, und jetzt kommt, es war furchtbar, unpassend und das Schrecklichste, was sie jemals gehört hat. Ja, der Mitarbeiter wurde dann daraufhin gefeuert, wobei er noch meint, sein Mixtape ist so hart, das hält das Essen da drin einfach mal komplett warm. Auf jeden Fall nette Idee, wenn man bei McDonald's arbeitet, einfach mal bei jedem Essen eine CD reinpacken. Also mehr Leute erreichen auf Lau, ich finde es ganz witzig. Oder ihr auch. Studien sind ja immer so eine Sache für sich. Das eine ist langweilig, das andere ist, wussten wir schon. Ja. Und diese Studie, die nun herausgefunden wurde, beziehungsweise belegt wurde, konnten wir alle schon ahnen, aber nun wurde sie halt, wie schon gesagt, belegt. Und zwar Raver leben länger. Richtig gehört. Das haben Verhaltenswissenschaftler oder ein Verhaltenswissenschaftler, Experten Patrick Fagan an der Goldsmith University und unter anderem auch zahlreiche Events von O2 wurden dann begleitet. Und die haben gemeinsam herausgefunden, dass Raver länger leben. Um genau zu sein, Leute, die regelmäßig Live-Musik konsumieren, egal ob Bands oder halt Konzerte, Festivals, whatever. Alle 2 Wochen würden da schon circa 20 Minuten ausreichen, um die Lebenserweiterung oder beziehungsweise das Alter, man lebt länger. Ja, was sagt uns das? Wusste ich schon. Also Leute, geht fleißig in den Club, geht fleißig auf Festivals und hört euch immer schön Musik an, dann lebt ihr auch länger. Aber kleine Randnotiz, ohne Drogen, weil dann hat es sich wieder aufgebraucht. Hier hole ich 9 Jahre da und wenn ich Drogen nehme, nochmal 20 Jahre runter. Also Leute, das alles bitte ohne Drogen und dann lebt ihr auch länger. Tja, das Tolle ist, es wurde herausgefunden, dass selbst Yoga oder halt spazieren gehen nicht ansatzweise so viel hilft, als Live-Musik regelmäßig zu konsumieren. Was sagt uns das? Wie gerade schon gesagt, geht einfach raus und hört Musik. Aber ohne Drogen. Als ich das gehört habe, musste ich schon ein wenig lachen. Armin van Buuren ist der erste DJ, der in Saudi-Arabien ein Gig hat, beziehungsweise die erste offizielle DJ-Party in Saudi-Arabien, Headliner Armin van Buuren. Warum musste ich da schmunzeln? Naja, Saudi-Arabien. Also, in dem Land ist es so, dass da nicht viele Gesetze sind, die viel, also eher Gesetze sind, die nicht viel erlauben. Es gibt dort keine öffentlichen Kinos. Frauen, okay, mittlerweile muss man sagen, hat sich der Prinz, der momentan ja in US-Reise ist, also er ist in den USA unterwegs, die Ölgeschichte läuft nicht mehr so richtig. Die Amerikaner mit ihrem Fracking, ja, die verdienen da zu viel selber. Ah, der Scheich, das ist, naja, der ist auf jeden Fall unterwegs, aber er hat dafür gesorgt, dass in seinem Land ein bisschen was passiert. Frauen haben jetzt zum Beispiel mehr Rechte, sie dürfen einen Führerschein machen, sie dürfen auf der Straße tanzen oder sich mehr bewegen. Also es passiert da ein bisschen was in dem Land. Auch öffentliche Kinos soll es bald irgendwann mal geben. Ja, und auch für die Kultur hat er noch mehr getan, es gibt nun bald die erste Party.
DJ-Party. Steht auf dem Flyer auch so drauf, DJ-Party. Echt witzig. Und dann steht da Armin van Buuren. Naja, gut. So viel dazu. Einzige Sache, das Ganze findet am 17. Juni statt. Das Einzige, was man halt bedenken muss, ist, dass man sich nicht bewegen darf. Also tanzen und schwanken ist gesetzlich immer noch in Saudi-Arabien verboten. Tanzen und schwanken? Ja, also so. Und sich halt bewegen. Ja, vielleicht wird das Gesetz noch geändert, bevor die Party stattfindet. Ansonsten würde ich sagen, ziemlich lame. Was noch lame ist, die Party wird nur für männliche Gäste stattfinden. Also, wenn weibliches, also es wird gemunkelt, dass nur männliche Gäste reingelassen werden. Wenn auch weibliche Gäste kommen, dann muss es getrennt stattfinden voneinander. Also mit Trennband in der Mitte. Ja, es klingt total, ich weiß, es klingt total, aber es ist nun mal, also ist halt nur was anderes. So, wenn ihr jetzt gerade denkt, Mensch, ich fahre nach Saudi-Arabien, Armin van Buuren, Saudi-Arabien, habe ich richtig Bock drauf. Ich würde es nicht machen. Man kommt sonst ganz leicht vielleicht in den Knast, weil man zu viel tanzt. Oh, Armin, es war gut. man weiß ja nicht. Fakt ist, für Armin könnte es vielleicht auch nicht so witzig werden, wenn nicht keiner vor ihm tanzt, sondern nur so dastehen. Alle in so Scheißoptik. Klatschen dürfen sie. Toll, toll, war wirklich toll, ja. Damit zeigen sie, also ganz ehrlich, der macht's auch nur hier, ne? Der steht dann da. Also anders kann ich mir das nicht auch nicht vorstellen. Das ist dann im Schneidersystem hier im Wasserfall. Genau, und blubbern sich da ein. Oh Gott, das haben wir jetzt hoffentlich nicht gesagt. Naja, wie findet ihr das? Würdet ihr das auch machen für eine Mille in Saudi-Arabien? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Gut, dieser DJ. Und zu guter Letzt kommen wir zu einem Thema, was wir echt vergessen haben, beziehungsweise wir haben vergessen, drüber zu berichten, und dabei ist es wirklich krass. Es geht um den kanadischen DJ und Produzenten Dead Sick. Müssten einige von euch kennen, ist so ein Dubstep-Produzent-DJ wirklich sehr, sehr am Start in seinem Musikbereich, und der, oder besser gesagt ihm, wird sexueller Missbrauch vorgeworfen, und das von mehreren Frauen. Herausgekommen ist das Ganze, indem eine Frau begonnen hat, Facebook-Kommentare auf Twitter zu posten, in dem Vorwürfe gegenüber Dead Sick laut werden. Und diese Vorwürfe sind nicht gerade klimperlich. Im Gegenteil, angefangen hat es zum Beispiel, dass er sagt, er lässt Frauen in der Kälte stehen, völlig nackt, auch wenn die komplett unter Drogen oder Alkohol stehen. Also ist ihm völlig egal, keine Gnade, er lässt sie einfach draußen stehen und verpisst sich dann einfach. Zudem kommen noch weitere Vorwürfe bezüglich sexuellen Missbrauchs und dass er halt sogar Frauen unter Medikamente setzt, nur um an denen herumzukrabbeln oder beziehungsweise Sex mit ihnen zu haben. Er hat das Ganze via Twitter gesagt, stimmt nicht, es ist alles gelogen. Sein nächster Schritt war dann, sein Twitter-Account erstmal geblockt, beziehungsweise seine Dates abgesagt, und ja, er wird sich jetzt erstmal zurückziehen. Da stelle ich mir die Frage, lieber Dead Sick, wenn das alles so gelogen ist, warum machst du dann diesen Schritt und sagst, ich ziehe mich erstmal zurück? Das ist wohl doch ein kleiner, muss man ja mal so sagen, ne? Weil das ist mal eine 6. Mit Anlauf, aber so richtiger Anlauf. Und das finden auch viele andere DJs und Produzenten, zu anderem Jaws und Cravella, haben sich auch schon gegen Dead Sick via Twitter geäußert. Und ja, bis dato gibt es nichts Neues über ihn. Wer weiß, was da jetzt passiert. Aber Fakt ist, wie auch schon 10 Walls vorher, und das, obwohl er in Anführungsstrichen nur eine Äußerung bezüglich Homosexuelle hatte, in Anführungsstrichen, auch schlimm, gar keine Frage. Macht das Dead Sick mit sexuellem Missbrauch, ist noch eine Nummer, also, ne, ist schon krasser. Also Leute, wenn ihr echt unterwegs seid und so, und, aber ganz ehrlich, naja, krasses Thema, Vollidiot und selber dran schuld. Was sagt ihr zu diesem Thema? Schreibt eure Meinung bezüglich Dead Sick gerne mal unten in die Kommentare oder auch in unserem Forum, forum.glatzhaus.live, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Dort können wir gerne alles diskutieren und gemeinsam über irgend sowas reden. Vollarsch, ne? So, dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter. Was brauchen wir? Classic of the Week. Oder Bretterwoche. Mal sehen, was wir so reinblenden lassen. Club Sounds 2000er. 4 Stunden mit den größten Clubhits der 2000er auf 3 CDs. Mit Stromae,
Benny Benassi, Disco Boys und Cascada. Club Sounds 2000er. Es ist Zeit fürs Brett der Woche und da. Wir haben schon einige Bretter gehabt, ne? Und das Ding ist auch so ein Brett, du, mein lieber Scholli. Das ist richtig. Blinders, neue Single. Boah, Leute, ist die Nummer geil. Daraus kommen auf Stump Recordings, das Label von Martin Garrix. Da kommt eh echt guter Stuff. Also, Garrix, du hast einen guten A&R da. Der macht echt gute Arbeit. Und die Blinders-Nummer, boah, Okami heißt sie. Und die Leute, die ist einfach nur, die ist so richtig schön. Ah, sprachlos. Also, als wir die hier gehört haben, echt ordentlich durchgedreht. Richtig fetter Track. Einfach nur geil abgemischt, geht nach vorne, super. Also, richtig eine fette Nummer. Deswegen auch unser Bretterwoche Blinders für euch. Okami, viel Spaß. Geiles Ding. Fettes Ding. Watch me put it down. Dann ist es jetzt auch wieder Zeit für unser Classic of the Week und da haben wir auch wieder einen richtig schönen Leckerbissen für euch. Ja, Superstar Recordings haben ja vor einigen Jahren war es einfach das Label. Das Label. Und da hatten dann auch Künstler wie unter anderem Dirty South ihre Daseinsberechtigung auf diesem Label. Ja, richtig gehört. Und der hat einen Remix gemacht für Evermore, eine Rockband. Und It's Too Late war so erfolgreich im Dirty South Mix, dass das Ganze halt nochmal mit Dirty South zu einem Single-Release wurde. Für diejenigen, die das Ding nicht kennen und die das jetzt zum ersten Mal hören und sagen, früher klang das nun mal so. Was heißt früher? So alt ist das Ding auch schon wieder nicht, aber ist einfach nur fett. Geiles Thema. Dirty South, einfach ein super geiles Ding, deswegen auch unser Classic of the Week. Dirty South zusammen mit Evermore und It's Too Late. Viel Spaß. Running from the city lights, running from this empty life. I'm running out of time tonight. I'm screaming out for Tschüssikowski heißt an dieser Stelle, das war Club Sounds TV für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke nicht vergessen und in unserem Forum seid ihr gerne herzlich eingeladen. Eure Meinung bezüglich der Sendung und den Themen unten in die Kommentare und dann sehen wir uns bald wieder zu einer neuen Folge Club Sounds TV, die 2000er Compilation. Nicht vergessen, kaufen, da haben wir auch noch bald was richtig Schönes für euch. Freut euch also drauf. In diesem Sinne, Tschüssikowski, bis bald und euch noch, schönen Tag. Tschüss.